Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu MotoGP 2015. Wir befinden uns derzeit im 10. Rennen. Und das haben wir gesagt, das fahren wir seit 100%. Scheiße. Fuck, nochmal auf Anfänger, auf Mittel oder was fahren wir? Im Moment. Ich weiß gerade nicht, was wir fahren, aber die Schwierigkeit, die wir im Moment haben, die bleibt jetzt auch noch während dem Rennen so. Wir fahren jetzt noch Red Bull. Indianapolis Grand Prix. Indianapolis. Sprachfehler, geil. Trotz der 100-jährigen Geschichte der Rennstrecke von Indianapolis. Hallo aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der MotoGP-Zirkus macht Station in Indianapolis, der Geburtsstätte des Motorsports in den USA. Wir freuen uns auf das 10. Rennwochenende dieser Saison. Hat nichts weiter hinzuzufügen, mal. Cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das bedeutet, wir gehen gleich zur Strecke. Und werden hier auch rausfahren. Oh, wir haben eine neue Karosse gekriegt, hier rechts. Hübsch. Sieht schon geil aus, die Strecke. Also so von der, vom Feeling her. Feeling, weiß ich nicht, Feeling ist gut, ey. So, wieder mal kurz reinfuchsen. Oha. Da kam jetzt ein Patch raus und es läuft jetzt noch heftiger als davor schon. Oh ja, die Strecke, die macht Spaß. Oh yes, die macht richtig, richtig Laune. Paar nur Kurven, paar nur... Alter, Falter! Nur ein paar Kurven, nicht wirklich viele. Und die Kurven, die sind relativ gut zu fahren, sind immer schnelle Kombinationen, das macht eigentlich Spaß. Und das Spiel macht generell übel Laune. Also, ich muss sagen, es macht mir deutlich mehr Spaß als Project Cars. Project Cars kann ich mich derzeit gar nicht auf motivieren, aufraufen dazu zu spielen. Aber hier macht immer wieder Laune, wenn ich spiele. Ach gut, da kannst du hier den Weg nehmen. Hey Publikum! Der rumbelt jetzt noch mehr, also der Controller. Das Feedback ist noch heftiger. Das habe ich ein wenig nicht so gut gemacht. Das war ja auch wieder ganz besonders gut, wie ich das gemacht habe. Halt hier viel auch auf die Karte schauen. Gut, weil die Strecke bin ich glaube, in all den Jahren, in denen ich zock, noch nie gefahren. Zumindest kommt mir der Streckenlauf, Verlauf null bekannt vor. Hatten wir nicht eigentlich rote Schuhe und rote Handschuhe das letzte Mal? Hat man ja eigentlich eingestellt, aber. Gut. Die wollen halt nicht, dass wir zu heftig auch abgehen. Nehmen wir lieber den Weg.
Zählt ja nicht jetzt als Abkürzung, weil haben wir gesagt, das hören wir auf damit. So ein kleines, geiles Moped einfach nur. So, schauen wir mal, was eine 1,44 so wert sein wird. Hier werden wir wohl nicht überholen können. CCS auf niedrig. Komm, Alter, jetzt entnervst du mich, Madame. Da musste ich jetzt halt den langen Weg nehmen, ist mir jetzt halt auch echt egal, wenn ich ehrlich bin. Ich muss noch wenigstens so die Ideallinie finden, ich fahre noch einen ziemlichen Mist an. Oh. Uiuiuiui. Wieder nur eine 44. Und das hat jetzt auch schon relativ, sage ich, zügig ausgeschaut, ist gut. Eins ist noch ungut, dass der jetzt so arg bumbert, der Controller. Ach Mist, Dreck, das war jetzt keine Absicht. Also wenn man auf niedrig hat in TCS, dann tut er sogar noch wenig früher so rutschen. Finde ich jetzt aber eigentlich ganz cool. Muss man noch wegen mehr aufpassen. Vor allem hier auf den Curbs. Und beim Rausbeschleunigen eben auch. Warum packe ich diese Kurve nicht? Warum fahre ich da immer so abartig schnell rein? Kannst du mir das mal erklären? Warum ist das nicht in meinem Kopf drin? ...1,42, da können wir beruhigt in die Box gehen. Bin immer recht sicher. Dann geht's gleich zum Qualifying. So, nach dem freien Training jetzt erst einmal einen Blick auf die ersten Zeiten dieses Rennwochenendes. Level 25, heißt neues Video. Video Nummer 6, am Ende vom Part angeschaut. Iannone ist auch jetzt als neuer Fahrer. Luis Rossi. Okay. Hauptsache Rossi. Um zu gewinnen reicht es nicht so schnell wie seine Rivalen zu sein, muss noch schneller sein als sie. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Hallo zusammen auf dem historischen. Ja. Laber mich nicht voll mit einem Mist. Wir gehen gleich auf eine schnelle Runde. Wir haben nichts zu tun. Wir können ja einfach reinstarten und schauen und hoffen und machen und tun und ja. So. Schauen wir mal, dass wir wieder eine Runde fahren. Am besten 1,43er Zeit fürs Qualifying und dann. So, zweiter Gang muss es schon sein.
ist halt langsam und wenn es langsam ist, ist eigentlich nicht gut. Aber in dem Fall passt das alles. Boah, da werde ich, glaube ich, immer so blöd drüber fahren. Die Kurve halt schon komplett scheps anfahre immer. Und deswegen ja. Gut, so. Ich bin gerade wegen am Konzentrieren, weil ich jetzt eigentlich nicht unbedingt Lust habe, jetzt hier noch seit noch 5 Stunden mich im Qualify aufzuhalten. Viel zu spät. Viel zu spät. So, hier auf dem Weißen können wir eigentlich auch relativ schnell fahren. Und dann hoffen wir jetzt mal einfach schauen. Gas, 1:41. 44:3 ist jetzt nicht so die schöne Zeit. Eine Runde fahren wir noch. Mann, Mist, wird das super weggerutscht. Gut, rutschen ist immer schlecht, das wissen wir ja. Fuck. Alter. Hier jetzt auch wieder, was ist denn jetzt los mit mir? Kann ich jetzt bitte einfach wieder die Kurven bekommen? Okay, die fahren da in einem Ratsch durch. Blaue Felgen, magst du ja auch nur mir nach, oder? Komischer Sound. Wir sind schneller wie jemand. Dachte ich zumindest. Wir gehen zurück zur Box. Und schauen uns an, was unsere Zeit wert war. Ken verbessert sich noch ein bisschen, aber das war's dann auch schon. Also, alles cool. Spannende Qualifying also beendet und nach diesem harten Kampf wissen wir, welcher wird der Erste wieder ein Level up. Es ist geil an dem Spiel, dass du eigentlich immer ziemlich wenig brauchst für ein nächstes Level. Ich glaube, wir brauchen jetzt ja nur noch 600, oder? 101, ach ne, doch nicht. So, dann noch kurz eine Runde Warm-up. Ja, laber halt nicht. Laber nicht, laber nicht. Wir gehen gleich wieder raus, fahren gleich wieder unsere gezeigte Runde. Hauptsache, wir haben unsere Datenpacks, die darf man ja nicht vernachlässigen. Das ist so böse, so zu fahren. Im Qualifying 1:44er Zeiten. 1:44er Zeiten sind die gefahren, ja. Und schauen wir mal, dass wir das überbieten, unterbieten.
Und dann bekommen wir jetzt halt dann hier und dann werden wir im Rennen noch Erster und dann bekommen wir wieder 5 Punkte extra. Wenn wir überall der Schnellste sind. Komm, komm, komm. Nein, das schaffen wir. Scheiße, ich dachte, wir können auf der Strecke bleiben. Du merkst halt wirklich geil, wenn du ziemlich eng rumfährst. Das ist einfach gut. Das ist richtig, richtig gut. Und du merkst halt einfach auch sofort. Also an der Zeit und am Fahren selber, wie früh du aufs Gas gehen kannst und so weiter und so fort. Also so gesehen, das ist schon ganz nobel. Da ist ein wenig weit draußen, aber es hat ja gereicht. Voll drauf, mir wurscht. Schau mal, was das für eine Zeit wird. Das könnte eine gute Zeit werden. 42, da brauchen wir gar nicht rummachen. Da können wir gleich rein. Haben wir gewonnen. Läuft. Wie sind wir denn jetzt mit 1,42 gefahren? Oh, Oliveira ist besser wie Kent auf der Strecke. Mit diesen Resultaten enden die Warm-Up-Sessions vor dem Haupt. Genau, und wieder Level Up. Jetzt haben wir 103.000. Schau, wir brauchen jetzt halt nur noch 1600 XP. Und für so ein Rennen bekommen wir 3875 jetzt mal. Das heißt, wir können eigentlich fast mit jedem Rennen, mit jedem ersten Platz ein Level aufsteigen. Du kannst beim Stoppie ausführen, also nur auf den Vorderrad fahren, indem du den Fahrer beim Bremsen nach vorne bewegst. Hallo, sag bloß. Streckenrekord 1,40,8. Sind die wahnsinnig. Strecke 53 Grad, ey, da nutzen sie die Räder ab wie Sau. Beziehungsweise sie tun halt wirklich extrem geil haften, weil es so weich wird. So, altbekannt wie auf 1-2 Kent Oliveira, Navarro Quartararo, Vinales, dann Reihe 4 Binder, Hanika führt an, dann Bastiani, Fenati, Ono auf 7-8 Megano, Reihe 9 Oettel, Reihe 10 führt an Manzi, Reihe 11 Tonucci und ganz hinten Rodrigo. Rodrigo, mein Name ist Rodrigo, ich komme aus Amerika. Kommt aus Argentinien, ich weiß. Und okay, Vierter. Ist okay. Entschuldigung. Nein, ich gehe vom Gas runter, dass ihr euch nicht beschweren könnt, dass ich abbremse. Nein, ich mag es ja selber nicht, das Abkürzen. Upsala. Hab dich wegen angeschoben. Ich werde halt wirklich einiges schneller durchgefahren. Der ruckelt schon wieder so beim Bremsen. Passt halt auf. Wir fahren 6 Runden. Hey. Alter, hat er uns jetzt böse runtergeholt. Wir fahren einfach jetzt mal weiter. Das sind 16. 17. Ferrari. Du gehst aber nicht wie eine Ferrari. Eine 1,48er Zeit, das ist ja gar nichts.
Wow! Ha! Haben sie ja gerade noch gefangen. Da gesehen, ich bin wieder zu viel auf dem Körper gefahren. Na super, jetzt nicht. Muss ich da drüber hupfeln? Ja, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass wir die noch einholen, aber... Ey, die Kurve ist doch kacke gebaut, ich weiß nicht. Das ist wegen anders, wäre es ja auch besser. Das war jetzt ein dummer Spruch, ich weiß. Ich bin jetzt ganz so zurückschreckt. Einfach nur, dass es nichts passiert. Bagnaya, kommen Sie, mein Freund. Ich kann halt eigentlich, während wir uns aufrichten, ne? Schon wieder in die andere Richtung lehnen. Nämlich den weiteren Weg auf. Hey, jetzt hat er mich angerumpelt. Locatelli, das sind alles so schöne Namen, kann ich immer so wie Mafia-Party betonen. Muss man eine Linie finden und nicht so aggressiv fahren. Ein bisschen aggressiv, aber... Boah, ja. Das ist, Traktionsverlust ist immer schlecht. Ganz arg schlecht. Wir sind schon wieder auf 9. Erfreulich. Perfekte Linie, wenn ihr mir aus dem Weg gehen würdet. Also unser Moped geht nicht besser, eigentlich. Aber dadurch, dass die teilweise wirklich schlecht fahren. Einmal würde ich gerne diese verschandelte Kurve schaffen. In der Kurve tue ich schon immer arg knapp bremsen. Also fünfter Platz wäre äußerst unbefriedigend. Ich denke mal auf die vorderen können wir schon noch aufschließen. Wir haben ja noch genug Zeit. Und von hier, da fahren die erst so langsam durch. So, jetzt sind wir wieder auf Nummer 3. Hinter uns ist Vasquez, vor uns Oliveira und dann kommt Kent. Jetzt sind wieder die Top 3 auch hier vertreten. Wie es gesamt ist, so ist es jetzt halt auch hier. Kent noch auf 1, oder? Oder ist Oliveira schon auf 1? Ich glaube, Kent ist noch Upsala. Ne, Kent auf 1, Oliveira auf 2, ich auf 3. Anklopft das Motorrad wieder. Jetzt verlieren wir sie wieder. Schauen wir uns nach hinten um. Okay, zu denen haben wir guten Vorsprung. Also, weiter. Heiter. Space Taxi to the sky.
Nein, sorry, ich dieses Mal. Merkt immer, wenn ich wegrutsche. Quer über die Curbs. Gut aus, jetzt sind wir endlich auch mal dran, würde. Aber die fahren halt beide ganz gut zu rennen soweit. So, jetzt ist die Führung wieder unser. Mann! Werden wir wohl aber so nicht bis ins Ziel bringen, denke ich. Na wohl, doch. Passt. Dann werden wir wieder so ein bisschen Vorsprung rausfahren. Ich hätte mir ja so eine persönliche Regel stellen, letzte Runde darf ich keinen Rewind mehr nutzen. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee, oder? Dann muss ich da schon ein wenig mehr Acht geben. Aber dann ist das Rennen doch gleich mal entschieden. Doch, das schaffen wir. Dann erfahren wir davon. Gas, mein Freund, gib Gas. Kurze Zeit hat's geklappt. Kent hat Oliveira noch überholt. Besten wäre es ja, wenn Oliveira vor Kent ins Ziel kommt. Schauen wir halt mal. Das ist der Sieg. Ein Sieg in Brickyard. Wenn sich die Champions auf den Weg in den Park Vermeer machen, werfen wir einen schnellen Blick auf die Resultate. So einer ausgeschieden oder so. Die haben 40, ja. Suzuki. Rodrigo hat 40 Sekunden Rückstand. Wir sind Gesamterster! Ja! Genau wie Kent. Gleiche Punktzahl. 2 Punkte vor Oliveira. Das ist doch geil, Jungs. McPhee ist an Fenati vorbeigezogen. Mit 29 und 27 Punkten. Geil. Geiles Ding. So kann es ruhig weitergehen. Mahindra haben es auch geschafft, an KTM vorbeizugehen. Cyber Blue Helm freigeschaltet. Super Air Boot. Air Boot. Handschuhe. Neues Bild. Neues Team. Estrella Gallica, neuer Fahrer Nick Hayden. Schön. Ziel des Rennens haben wir geschafft. Und haben jetzt mittlerweile schon ordentlich Credits. Den Jubel cool. Der Menge und seiner Mechaniker hat er sich redlich verdient. Er hat das Tempo des Rennens bestimmt. Niemand konnte mit ihm Schritt halten. Genau.
Und das ist auch gut so, weil wir wollen die Meisterschaft. Und dazu? Team oder Sponsor wählen. Gut, wir brauchen kein Team, wir brauchen einen Sponsor. Das sind alles Teams. Das hier ist Sponsor. Die geben uns nichts eigentlich Anständiges. Moto 3 ist das ja. Ach, wie. Moto 2 können wir jetzt gehen. Der obere wäre der einzige, der uns irgendwie. Ich weiß es nicht, was ist denn. MotoGP will uns natürlich noch keine. Moto 2. Gäbe es halt natürlich auch schon welche. Das heißt, wenn wir da jetzt einen nehmen, denke ich, könnten wir nächstes Jahr in der Moto 2 fahren. Aber im Moment. Ne, wir gehen in die Moto 2 League. X-Lite oder die World? X-Lite. Moto 2 geht weiter zu einem Sarko, herausragender Sieg. Moto Flashy zusammen mit Oliveira und kennt das Treppchen. Entschuldigung. Dann werde ich den Namen Indianapolis. Flashy gewinnt das Moto 3 Rennen vor Oliveira und Kent. Vargas, ich glaube, Flashy hat ein paar Probleme mit dem Setup, sonst wäre er sogar noch schneller gewesen. Nee! Oliveira, ein hartes Rennen. Wir hatten Probleme mit dem Bike und vor allem am Vorderrad war es schwer, machte schnell um die Kurven zu gehen. Ich hatte noch viel Arbeit vor und. Wir müssen unbedingt bei der Stange bleiben. Wir können dieses groß leisten. Athena Forward Racing auf der Suche nach seinen neuen Fahrern könnte Flash die richtige Wahl sein. Vargas bestreitet nichts. Wenn Flashy weiter sein volles Potenzial ausführt, bekommen wir vielleicht ein Angebot. So, da geht es ein wenig heftiger oben ab. 207 Punkte. Nice. Kalender. Jetzt geht's auf nach Brno. Was ist ein T4? Ach, eine Test-Session. Ja, nach Brno. Dann reisen wir doch mal nach Tschechien. Wieder zurück. Ein Kreuzer quer fliegen wir da durch die Gegend, ey. Ich möchte noch mal ganz kurz in die Schlafzimmer schauen. Da wir ja einen neuen Helm bekommen haben. Jetzt haben wir das letzte Mal haben wir uns ja für den hier entschieden, ne? Oha. Das ist cool. Stiefel. Möchte ich die da nehmen? Dann nehmen wir natürlich auch die passenden Handschuhe dazu. Jetzt zurück ins Büro. Wir kriegen halt auch kaum mystische Anweisungen. So, was haben wir für neue Bilder bekommen? 12, 13 und 14. Schön. Neues Video haben wir auch die 6 bekommen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, macht das gut und bis zum nächsten Mal in MotoGP. Macht das gut. Ciao.